Vielen Dank fürs Einschalten, sagt dein CECT-Shop-Team. Heute hier bei uns das Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G Android Smartphone mit 120 Watt Ladegeschwindigkeit. Ja, das Gerät, das gibt es also ab sofort, genauso wie das Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro und eben die Plus-Version bei uns im Onlineshop unter cect-shop.com mit Original- und mehrsprachiger Custom ROM zu bestellen und zu kaufen und alles weitere zu diesem Smartphone nach dem Intro. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir lüften hier mal wie immer den Deckel, das Geheimnis, die Box. Was kommt zum Vorschein? Die Box, also ziemlich schwer. Das fällt schon direkt mal auf. Wir haben eine SIM-Nadel mit am Start, klar. Und hier mit im Lieferumfang dabei eine Checkliste. Also es werden alle Geräte persönlich von uns vor dem Versand an dich getestet. Schnellstartanleitung mit Garantie 2 in 1. Und SAR-Wert, finden wir den? Ja, nein, vielleicht. Nichtsdestotrotz, ich nehme es vorweg. 2 Watt pro Kilogramm hier zu sehen. Also die Vorgaben werden eingehalten. Dann haben wir ebenfalls eine Schutzhülle hier am Start. Und ja, wir sehen schon, also das Ganze wird ein bisschen eckiger, bisschen kantiger. Seitlicher Fingerabdrucksensor, auf den dürfen wir uns freuen. Und eine Klinkenbuchse ist auch mit am Start. Dann kommt das Gerät hier direkt zum Vorschein. Verfügbar in den Farben Lila, Grün, Schwarz und eine Trend Limited Edition. Limitierte Auflage, das sagt der Name schon. Wir haben hier dann einen 108 Megapixel Hauptsensor verbaut. 9 in 1. Und ja, 5G-fähig das Ganze, außerdem noch ein 120 Grad Weitwinkelsensor und eine 2 Megapixel Makrolinse. Und hier, da lüftet sich dann ja das Geheimnis, warum die Box so schwer ist, denn wir haben hier tatsächlich einen 120 Watt Ladeadapter, ein Netzteil mit im Lieferumfang dabei und hier aufgedruckt 20 Volt, 6 Ampere Max, beziehungsweise 11 Volt, 6 Ampere Max. Steckertyp A, klar, dann liegt natürlich immer ein passender Adapter, je nach Empfängerland bei und USB-A auf USB-C, Daten- und Ladekabel, na, hier mit dabei. Und NFC, da darf man sich auch schon drauf freuen. Allerdings, ja, ich habe es angesprochen, die mehrsprachige Version, die gibt es. Da dürfte es aber dann aufgrund des geöffneten Bootloaders zu Einschränkungen, beispielsweise bei mobilen Zahlungen, kommen mit Google Pay. Denn ja, eine Xiaomi EU-ROM, die gibt es für Geräte mit MediaTek CPU nicht und hier das Redmi Note 11 Pro Plus wird angetrieben durch den Dimensity 920 Octa-Core CPU, 2,5 GHz maximale Taktung. Wir haben außerdem dann hier auch schon eine Display-Schutzfolie aufgebracht ab Werk. Wir haben eine Punch-Hole-Frontkamera mit 16 Megapixeln. Ja, und hier das Gerät hier mit dem flachen Rahmen. Schön zu sehen, Ein- und Ausschalteknopf, Lautstärkewippe. Wir haben eine Dicke von 8,34 mm. Hier oben dann, oh, also die Klinkenbuchse, Infrarot-Schnittstelle, Mikrofon und dann Sound bei JBL. Also dann auch direkt noch die Öffnungen für den Lautsprecher. Linke Seite hier im Kunststoffrahmen, frei von jeglichen Anschlüssen. Und dann hier unten auch eben Dual-Hybrid-SIM-Slot, USB-C, Mikrofon und nochmal Öffnungen für den Lautsprecher. Ja, Hybrid, also hier steht es dann schon direkt. Einmal SD,
Sim 2 und einmal Sim 1. Wenn es denn fokussiert, jawohl. Also Sim 1, Sim 2 oder SD. Speicherkarte, der interne Speicher, Face to Screen. Der interne Speicher kann also hier erweitert werden, dank des Hybrid-Slots. Hier das Gerät dann in der Farbe, das ist grün, Forest Green also. Und ja, das Note 11 Pro Plus, das gibt es mit 6 plus 128, 8 plus 128 oder 8 plus 256 GB. Der Dimensity 920, der wird hier unterstützt durch den Mali G68 GPU. Und wir haben hier noch das Gerät mit der Original-ROM. Denn die mehrsprachige ROM, da dauert es ja immer mindestens 360 Stunden, bis der Bootloader entsperrt werden kann. Und so lang gibt es die mehrsprachige Custom ROM leider noch nicht. Mi Remote, FM Radio, Kompass mit am Start. Wir haben Dual GPS, Arch GPS, GLONASS, Beidou, Dual Galileo auch mit dabei und und. 4G FDD LTE haben wir natürlich auch. Band 19 mit 800 MHz. Also bitte nicht mit dem Band 20, mit dem europäischen verwechseln. Außerdem dann 1, 2, 3, 5 und 8. Ihr findet die Netzstandards für alle Frequenzen und Bänder immer bei uns im Online-Shop in der Artikelbeschreibung. Ja, dann haben wir ein 120 Hertz AMOLED-Display, 2400 x 1080 Pixel Auflösung, also Full HD bis zu 1200 Nit und sonst Dolby Atmos, NFC, auch schon wie bereits angesprochen, dann bitte beachten bei der mehrsprachigen ROM mit mobilen Zahlungen. Wir kommen dann hier auch direkt ins Einstellungsmenü und bei dem Unboxing und Hands-On des Redmi Note 11, da hatten wir noch MIUI 12.5.1, soweit ich mich erinnern kann, und hier 12.5.3. Und das Schöne ist jetzt hier, wir haben tatsächlich diese Basic Google Services am Start bei der Original-ROM. Also diese können hier aktiviert werden. Und dann könnt ihr direkt auch hier Add Account, also Konto hinzufügen, Google Konten anlegen. Wenn das dann hier deaktiviert ist, dann fällt Google beispielsweise weg. Also, das ist nice, denn beim Note 11, da war es leider nicht möglich bei der Original-ROM, ja, den Google Play Store zu installieren. Dann schalten wir hier mal direkt auf Dark Mode. Wird wahrscheinlich angenehmer sein für dich da draußen, das Ganze hier zu begutachten. Ja, hier dann natürlich auch chinesische Schriftzeichen, Alipay etc. Also da muss man sich dann natürlich schon drauf einstellen und vorbereiten auf die Funktion im Allgemeinen des Smartphones. Hier hat das allerdings keinerlei Auswirkungen. SIM-Cards, WLAN, ja, wir haben hier Wi-Fi 6 natürlich mit am Start, Bluetooth 5.2 und auch Connections und Sharing, also Verbindungen. Wie bereits angesprochen, hier vorne ist ein Link to a Chromebook, also das kann hier anscheinend dann auch durchgeführt werden. MIUI 12.5. Dann Always On Display. Ihr habt hier Effekte, also die Edge Lightning Effekte, die ausgewählt werden können. Oder einfach Light Up Screen. Eine LED Benachrichtigungsleuchte ist natürlich nicht mit am Start. Nicht mehr. Hier dann nochmal das gleiche. Always On, Lock Screen, Raise to Wake, Double Tap. Wallpaper, Karussell, klar. Launch Camera, Volume Down, also Lautstärke minus. Display Charging Animation, wenn das Gerät gesperrt ist. Display im Allgemeinen. Ihr könnt dann hier natürlich auch direkt, wenn der Dark Mode an ist, das Wallpaper in den Dark Mode umschalten und Texte und Hintergründe. Das ist immer ganz angenehm. Dann auch Sunlight Mode, also der Sonnen
Sunscreen-Mode, Lesemodus, der kann auch programmiert werden, Color-Scheme, Farbschema und die Farbtemperatur, das kennen wir auch. Hier dann die Refresh-Rate, eben zwischen 60 und 120 Hertz auswählbar. Font-Settings, Fullscreen-Mode, alright. Sound und Touch. Also, dass wir hier die JBL Stereo-Lautsprecher verbaut haben, war ja ersichtlich schon. Notifications und Control Center, Benachrichtigungen. Ja, 204 Gramm bringt das Ganze hier auf die Waage. Die Dicke 8,34 mm habe ich bereits angesprochen. Langgezogen 163,65 und breit 76,19. Das Ganze hier. Face Unlock, Fingerabdruck, Pins, Entsperrmuster, Security, die Sicherheit. Also wie gesagt, hier Original-ROM, deswegen derzeit eben alles in Englisch. Hier auch direkt Google Play Services zu sehen, also das macht Hoffnung. Dual Apps, Permissions, Erlaubnisse, App-Log, Manage-Apps, System-App-Settings, Language, limitiert das Ganze bei der Original-ROM natürlich. Ja, aber dafür eben der gesperrte Bootloader. Trotzdem könnt ihr natürlich dann hier eine andere Standardtastatur einstellen, auswählen und nutzen. Wir haben dann Gesten-Shortcuts. Auch hier Double Tap, den Fingerabdrucksensor, die LED-Benachrichtigungsleuchte hier aktivieren beispielsweise. Und. Also, da könnt ihr ein bisschen personifizieren, Screenshot aufnehmen. Screen Recorder, Einhandmodus, Accessibility, ja, die Zugänge, natürlich die Nutzbarkeit, Memory Extension, also hier auch quasi die Arbeitsspeichererweiterung, 3 GB dem Arbeitsspeicher zuweisen. Das ist hier auch möglich. Könnt ihr natürlich dann aber auch ausschalten unter Enterprise Mode. Mi AI immer beachten. China Handy, China Sprache, chinesische Sprache, Wallet und Payments, da eben dann auch. Also hier bitte beachten, dass das wahrscheinlich dann alles nicht funktioniert wie gedacht. Screen Time, Special Features, Game Turbo, Floating Windows, Kids Space, MIUI Lab und der Light Mode. Das sind die üblichen MIUI Features und Accounts und Setting und Service und Feedback. Da waren wir eigentlich schon drin. Damit sind wir hier durch. MIUI Device, da haben wir noch nicht reingeschaut. Redmi Note 11 Pro Plus. All Specs, alle Spezifikationen, Android 11. 8 GB und die Modellnummer 2109-1116UC. Wunderbar. Also, und wie immer dann, last but not least, schauen wir in die Kamera-App mal rein. 06 Weitwinkel, zweifach die 108 Megapixel Hauptkamera hier mit 10-fachen Zoom, auch schnell änderbar auf 2, 4, 6 und 8-fach. Videoaufnahmen, da ist auch der Zoom möglich mit bis zu 6-fach und auch Weitwinkel. Und im Weitwinkel dann 1080 30 Frames, andernfalls 4K 30 Frames möglich. Wir können hier auch Makroaufnahmen machen mit 27, 30 Frames per Second. Settings findet ihr dann eben auch hier oben. Und der Pro-Modus, hier dann eben diese 9-in-1-Linse aktivierbar,
Also 12 mal 9 ergibt ja 108 Megapixel. Und dann könnt ihr hier noch ein bisschen rumspielen und den Profi-Fotografen geben. Filter sind am Start. Hier dann Porträtmodus noch mit dabei. Und More Long Exposure, also lange Belichtung, 108 Megapixel Nachtaufnahmen, Panorama, Slow Motion, Timelapse, Short Video und ja, Edit halt mit dabei. Frontcam dann hier auch 4:3, 16:9 oder Full Palm Shutter Aufnahmen möglich. Videos mit 1080, 60 Frames per Second mit der Frontkamera. Und was noch auf die Schnelle? Ja, also 1:1, 4:3, 16:9 oder Full hier bei den Fotoaufnahmen. Das kann eingestellt werden. Da kommen in letzter Zeit einige Anfragen rein. Also ist mit auswählbar und am Start. Hier beim Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus Smartphone. Selbiges eben ab sofort hier bei uns unter cect-shop.com zu bestellen und zu kaufen. Original-ROM und mehrsprachige Custom-ROM. Kein Curved Screen, hier kantig kommt das Gerät daher. Schöner Griff, Dual-Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher, Sound bei JBL, Klinkenbuchse, Infrarot. Hybrid-SIM-Slot, also ihr könnt den internen Speicher erweitern. Ihr habt einen seitlichen Fingerabdrucksensor und auch die Memory Extension ist möglich. Also der Arbeitsspeicher kann um bis zu oder um 3 GB RAM erweitert werden auf bis zu 11 GB. Fragen, kein Problem, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns von dir zu hören und sagen an dieser Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, dein CECT-Shop-Team.